Guten Tag, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie zu unserem Workshop gekommen sind. Der heißt Keine Eurozone ohne eine Euro-Dividende. Dieser Workshop wurde eigentlich von Louis Haag und mir selbst, Louis van der Borg, organisiert, aber Louis konnte leider nicht kommen, weil er ernsthaft krank ist und deshalb bin ich heute hier alleine. Wir werden folgendermaßen vorgehen. Philippe van Paris wird zunächst einmal zu uns sprechen. Und zwar wird er ein Referat halten über die derzeitige Lage in der Eurozone, 20 bis 25 Minuten. Und dann haben wir drei Redner hier, die seinen Vortrag kommentieren werden und ihre Sicht der Dinge über die Eurozone und die Euro-Dividenden darstellen werden. Das heißt, wir haben hier als Redner Klaus Offer. Er war Lehrer an der Hertie School of Governance. Dann haben wir Johanna Perricchio. Sie ist eine Studentin an der School of Social Sciences and Humanities in Finnland, Tampere. Und sie arbeitet an einer Doktorarbeit über bedingungsloses Grundeinkommen in Finnland. Und dann haben wir noch Klaus Sambor, auch er sehr aktiv für das Grundeinkommen. Er ist Mitglied von ATTAC und repräsentiert die European Citizens Initiatives. Ich habe heute nur zwei Folien vorbereitet und ich werde mich darauf konzentrieren, zu erklären, was wir hier schon auf der ersten Folie sehen. Und dann werde ich eine ganze Reihe von Punkten ansprechen auf der zweiten Folie. Es geht hier um eine allgemeine Sichtweise, über die ich heute sprechen möchte. Und die sieht man hier in einem Zitat von Amartya Sen, relativ vor kurzem erst veröffentlicht. Und das wurde veröffentlicht unter dem Titel Was ist mit Europa passiert? Und hier sieht man, dass eine gemeinsame Währung in einem politisch vereinten Bundesstaat, so wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, durch Mittel und Möglichkeiten überleben kann, die in einem politisch unvereinten Europa nicht verfügbar sind. Früher oder später stellt sich also die Frage der langfristigen Erhaltbarkeit des Euro. Diese Frage muss beantwortet werden, selbst wenn die kurzfristigen Rettungspläne derzeit noch erfolgreich sind und den Euro vor seinem Zusammenbruch bewahren können. Das heißt, ich widme mich der Frage, wie man den Euro langfristig behalten kann. Und meiner Meinung nach ist das nur möglich durch die Einführung einer Euro-Dividende, das heißt ein Grundeinkommen, das ganz bestimmt finanziert wird. Ich habe diese Argumente schon öfter vorgebracht in den letzten Monaten, unter anderem auch beim Europäischen Rat. Aber ich habe jetzt gerade erst meinen Vortrag fertiggestellt und ich entschuldige mich bei meinen Mitrednern, dass sie jetzt eben erst mein Dokument erhalten haben. Es gibt offiziell kein Dokument, das erhältlich wäre, weil ich es noch ergänzen möchte. Aber ich denke, in den nächsten Tagen werde ich das Dokument fertigstellen und dann werden Sie es auch finden. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Folie. Und diese Folie wird uns in den nächsten 17 Minuten ungefähr beschäftigen. Ich baue meine Argumentation in drei Punkten auf. Zunächst einmal geht es darum, dass die Eurozone nicht erhaltbar ist ohne Nationaltransfer, das heißt Umverteilung von Einkommen. Dann zweitens, die transnationalen Umverteilungen müssen in Form einer Euro-Dividende erfolgen. Und drittens, diese Euro-Dividende muss
durch die Mehrwertsteuer vor allem finanziert werden. Das sind also meine drei Punkte und ich möchte kurz durch diese drei Stadien gehen. Ich werde mich da sehr kurz fassen. Wie gesagt, es ist nur ein Entwurf und ich möchte kurz auf jeden dieser Punkte eingehen, bis auf einen Punkt. Ich werde den letzten Punkt erst einmal zurücknehmen. So wie ich es schon sagte, es wird sicherlich Antworten geben auf die Fragen, die ich stellen werde. Die einen Antworten sind offensichtlich, die andere etwas weniger. Manchmal sieht man die Antworten sofort und manchmal muss man eben etwas tiefer suchen. Und deshalb werde ich jetzt einfach darauf eingehen. Gut. Der erste Punkt. Die Eurozone kann nicht überleben ohne transnationale Umverteilung. Ich habe mich auf eine Theorie gestützt, und zwar auf die Theorie einer Person, die mit dieser Theorie 1957 begann, nämlich James Mead. Auch er ist ein Wirtschaftswissenschaftler und ein Mitglied unserer Organisation. Er ist leider schon gestorben, aber seine Tochter ist immer noch eine der treibenden Kräfte. James Mead hat also mit dieser Theorie begonnen und die Literatur hat sich dann sehr stark darauf gestützt. Was bedeutet das? Es gibt sehr viele Einflüsse bzw. Implikationen. Und zwar wurde das schon von amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern wiederholt von Martin Friedman, Stiglitz, vielen anderen, nämlich, dass die Dollarzone in den USA für die 50 Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika absolut nachhaltig ist, überlebensfähig ist, erhaltbar ist, während die Eurozone das nicht ist. Warum nicht? Weil vier Eigenschaften erfüllt sein müssen, zumindest zu einem gewissen Level, damit eine Währungseinheit tatsächlich erhalten werden kann. Und diese vier Eigenschaften wurden von Robert Mundell, der einen Nobelpreis gewonnen hat oder bekommen hat dafür, wurden von ihm aufgestellt, nämlich Homogenität, Flexibilität, Mobilität und Solidarität. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ich möchte Ihnen das nur kurz erklären. Wenn man verschiedene Länder in eine Währungseinheit versammelt, dann können sie die Länder ihre Währung nicht mehr anpassen, wenn ihre Wettbewerbsfähigkeit abnimmt. Das heißt, wenn die Wirtschaftsaktivität abnimmt, wenn das Land stärker bzw. weniger wettbewerbsfähig ist, dann kann man normalerweise einfach die Währung etwas abwerten. Dann zahlt man vielleicht etwas mehr für Importe, aber diese Kosten werden auf die ganze Bevölkerung verteilt und so kann man der Krise entgehen. Wenn man aber eine gemeinsame Währung hat, dann kann man die Währung nicht mehr abwerten. Das ist natürlich nicht so schlimm, wenn diese vier Eigenschaften erfüllt sind. Homogenität ist in den Vereinigten Staaten sehr viel stärker gegeben als in der Eurozone. Homogenität, was bedeutet das? Das bedeutet, wie ähnlich sich die Staaten sind bezüglich ihrer Spezialisierung, insbesondere in der Industrie. Das heißt, da gibt es nicht besonders viel Unterschied zwischen der Eurozone oder Europa und den USA. Beide sind sehr unterschiedlich aufgebaut und die Staaten sind relativ stark spezifiziert und haben sich auf eine Branche konzentriert. Also das ist nicht das Problem Europas. Dann kommen wir auf die Flexibilität zu sprechen. Flexibilität in Bezug auf Löhne, das heißt, wenn die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert, dann muss man in der Lage sein, die Löhne anzupassen und etwas zu senken. Aber
nach unten gibt es immer sehr viel Widerstand, das heißt, dass Löhne nicht gesenkt werden. Das ist der Fall in den Vereinigten Staaten, aber noch stärker in Europa, weil wir hier eine sehr viel stärkere Gesetzgebung haben. Die Gewerkschaften sind sehr viel einflussreicher. Der Sozialstaat nimmt eine sehr starke Rolle ein und deshalb ist das sehr schwierig durchzusetzen in Europa. Gut, die USA sind da auch keine Weltmeister, muss man sagen. Sie sind auch nicht besonders flexibel, aber Europa ist da noch um einiges hinterher, muss man sagen. Dann die Mobilität. Hier gibt es sehr große Unterschiede zwischen den USA und Europa. Was bedeutet Mobilität? Das bedeutet, dass man in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation die Menschen dorthin schickt, wo es Arbeit gibt, und dann eben die Arbeitsmarktsituation entspannter wird. In den USA ist die Mobilität aber sehr viel stärker gegeben als in Europa. Detroit oder St. Louis in den USA haben die Hälfte ihrer Bevölkerung verloren, weil die Menschen in andere Staaten gezogen sind. Und dann die Solidarität, das heißt Umverteilung zwischen Staaten. Die Amerikaner haben uns gesagt, ihr seid verrückt, dass ihr den Euro einführen wollt. Das liegt daran, dass man zwischenstaatliche Transfers braucht. Das heißt, wenn das Einkommen eines Staates sinkt in den USA, dann wird es bis zu 40% kompensiert durch den Bund, durch den Staat USA. In Europa betragen diese Kompensation weniger als 1%. Es kommt immer auf die Bewertung an. In den USA gibt es zwischen 20% und 40% mehr zwischenstaatliche Umverteilungen als in Europa. Also, deswegen sehen wir jetzt, wieso der Dollar erhalten werden kann und warum es um den Euro so viel gefährlicher steht. Was sollen wir also tun? Ja, man kann relativ wenig tun für die Homogenität, wenn man einen Binnenmarkt haben möchte. Flexibilität mit den niedrigeren Löhnen ist nicht unbedingt das, was wir in Europa haben wollen, denn wir haben alles Mögliche getan, um sinkende Löhne zu verhindern. Mobilität kann natürlich gesteigert werden in Europa, aber da gibt es wiederum einen sehr großen Unterschied zwischen den USA und Europa, nämlich die sprachliche Vielfalt. Und deshalb möchten manche Menschen gar nicht in ein anderes europäisches Land ziehen, weil sie sich nicht so gut integrieren können durch die sprachliche Barriere. Also, was bleibt uns? Solidarität. Und das ist der erste Punkt, den ich ansprechen möchte. Wir müssen, wenn wir den Euro erhalten wollen, ganz massiv die zwischenstaatlichen Transfers steigern. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, in welcher Form das stattfinden sollte. Die erste Idee wäre, machen wir es so wie die USA. Aber aus ganz guten Gründen werden wir niemals einen europaweiten Riesensozialstaat haben. Wir können das in Europa nicht machen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es durchführbar ist und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist. Gut, dann gibt es andere Möglichkeiten. Wir könnten Versicherungen haben auf Staatsebene, das heißt, dass ein Teil des Vermögens eines Staates zu anderen Staaten transferiert wird. Und dann bräuchten wir keine direkte Umverteilung, das wäre einfach eine Versicherung, ein Versicherungssystem. Das könnten wir machen und das sieht sicherlich sehr gut aus für die Wirtschaftswissenschaftler, aber hier wäre es dann so, dass arme Länder einen Teil ihres Haushaltes, obwohl sie so arm sind, obwohl sie Schulden haben, zu anderen Staaten transferieren müssten. Das wäre aber nicht gerecht und so kann man auch gar nicht anfangen. Wir wissen alle, wir sind uns alle darüber einig, dass das sofort zusammenbrechen muss.
Und deshalb kann also dieses System nicht funktionieren. Dann könnten wir so etwas haben wie den deutschen Finanzausgleich zwischen den Ländern in Deutschland. Aber wenn man auch hier aus Solidarität eine Umverteilung vornimmt, also von einem Staat in der EU zu einem anderen Staat das Geld transferiert, dann erlebt man ständig Spannungen. Und das erleben wir ja jetzt schon, weil es nämlich so ist, dass die Menschen, dass die Länder, von denen man das Geld nimmt, in gewisser Weise eine Kontrolle auf die Länder ausüben können müssten, in die das Geld fließt. Und so wäre dann das Geld, würde das Geld vielleicht nicht richtig genutzt werden. Also der Finanzausgleich in Deutschland oder auch in anderen Bundesstaaten ist nur ein ganz kleiner Teil der zwischenstaatlichen Umverteilung. In Deutschland war der Grund, warum die deutsche Mark so stark war, das deutsche Sozialsystem und nicht nur der Finanzausgleich, der den ärmeren Bundesländern geholfen hat. Und dann gibt es noch die interpersonale Umverteilung. Gut, was können wir jetzt also tun? Der Riesensozialstaat ist meiner Meinung nach nicht möglich, denn es gibt so viele verschiedene Dinge, die da beachtet werden müssten, die Rentensysteme, die Krankenversicherungssysteme und so weiter. Ich schlage stattdessen ein ganz einfaches System vor. Philipp Schmitter hat schon einen Vorschlag eingebracht, Euro-Stipendium. Das ist ein europaweiter Haushalt, der allerdings mit Bedürftigkeitstest durchgeführt wird. Ich habe schon mit Schmitter darüber diskutiert, vor 10 Jahren schon ungefähr. Und wir glauben, dass ein solches System doch sehr pervers wäre. Und wir sind der Meinung, dass ein interpersonaler Transfer auf Europa-Ebene eine andere Möglichkeit sein muss, nämlich ein Grundeinkommen, das man jedem einzelnen Bürger erteilt. Oder wenn man möchte, kann man es einer bestimmten Bevölkerungsgruppe geben, also zum Beispiel den Kindern oder den älteren Menschen, aber es muss universal sein. Es könnte auch abhängig sein von der Kaufkraft, das heißt, je stärker die Kaufkraft ist, desto weniger Einkommen wird, beziehungsweise desto geringer ist das Grundeinkommen. Solche Bedingungen sollte man auf jeden Fall nicht ausschließen. Gut, das ist also europaweit. Wir sagen, dass die Finanzierung europaweit gewährleistet sein muss und dass das Grundeinkommen universal sein sollte. Jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt. Um ein einigermaßen bemerkenswertes Niveau zu erreichen, muss diese Euro-Dividende von einer Mehrwertsteuer finanziert werden. Warum? Weil es zwei Hauptgeldressourcen gibt, nämlich die Sozialversicherungsbeiträge und die Einkommenssteuer. Wenn wir versuchen, europaweit eine Einkommensteuer einzuführen, dann wäre das sehr mühsam, denn das besteuerbare Einkommen ist ganz verschieden definiert in den verschiedenen Staaten und es ist ein politisch hochbrisantes Thema. Es geht darum, wie man den Haushalt zusammenstellt, wo man lebt, in welchem Haus man oder Wohnung man lebt. Das alles ist sehr unterschiedlich definiert in den verschiedenen Staaten und deshalb glaube ich nicht, dass man sich darauf stützen sollte. Dann die Sozialversicherungsbeiträge. Auch hier geht es um sehr viel Geld, aber da sind es vor allem die Arbeiter, die Arbeitnehmer, die in Kassen einzahlen, die dann, um dann durch Versicherungsleistungen oder Renten entschädigt zu werden. Also das kann man nicht nehmen, um ein universelles Grundeinkommen zahlen zu können.
Das wäre in diesem Fall nicht möglich. Gut, was haben wir dann noch? Zurzeit werden zwei Sachen immer öfter angesprochen. Zum einen die Finanztransaktionssteuer. Ja, hier haben wir tatsächlich guten Grund, das auf Europaebene zu organisieren, statt auf Nationalstaatsebene. Aber selbst mit sehr optimistischen Schätzungen sieht man, dass diese Steuer von sehr vielen Faktoren abhängen wird und so wird sie auch sehr stark fluktuieren, beispielsweise durch die Spekulationsbewegungen. Das würde bedeuten, dass eine solche Steuer jedem Europabürger 10 Euro pro Monat geben würde. Gut. Ich habe mit Yannick versucht, da einige Zahlen herauszuarbeiten. Und zwar haben wir versucht herauszufinden, was man bekommen könnte bei einer CO2-Steuer, wenn man auf dem freien Markt CO2-Zertifikate verkaufen würde, um dann damit Steuern zu generieren. Wenn wir also dieses Geld nehmen, könnten wir es unter allen europäischen Bürgern aufteilen. Das wäre eine Möglichkeit. Auch hier wäre es sicherlich sinnvoll, eine solche Steuer auf Europaebene zu organisieren. Aber hier sprechen wir dann über 10 bis 12 Euro pro Monat, pro Person. Also, es gibt zwei Steuern, die relativ hohe Beträge einfahren, aber wo es keinen Sinn machen würde, sie hier zu nutzen. Dann eben diese beiden anderen Punkte, die ich angesprochen habe, die Finanztransaktionssteuer und die CO2-Steuer, die aber nicht besonders viel generieren würde. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, die Mehrwertsteuer, derzeit sind es 0,3% der Mehrwertsteuer, das ist sehr wenig, die von der EU genutzt werden, die in den EU-Haushalt einfließen. Das ist wirklich sehr, sehr wenig, macht sehr wenig aus vom EU-Haushalt. Aber dieses Geld könnte dazu genutzt werden. Und wenn man das tun würde und jetzt eine Mehrwertsteuer von 20% einführen würde, dann hätte man ein Grundeinkommen von ca. 200 Euro pro Person pro Monat. Das sind Zahlen aus Statistiken. Ich sage Ihnen das nicht nur, weil das meine Vorstellung ist, sondern das sind wirklich fundierte Zahlen, die ich Ihnen davor lege. Natürlich wäre das unterschiedlich von Land zu Land. In einem Staat ist die Kaufkraft stärker als in einem anderen. Man könnte zum Beispiel eine höhere Euro-Dividende in Deutschland auszahlen, weil in Deutschland die Kaufkraft stärker ist als in anderen Staaten, beziehungsweise die Lebenshaltungskosten teurer sind als in anderen Staaten. Aber wenn man ein wirklich universelles Grundeinkommen für die ganze Bevölkerung haben möchte, dann wäre das eben der Betrag, über den wir da sprechen würden. Ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen. Es ist ganz wichtig zu beachten, dass natürlich Anpassungen gemacht werden müssen bei der Besteuerung, auf der einen Seite natürlich bei der Einkommenssteuer, denn jeder Einzelne würde einen Grundbetrag bekommen, zusätzlich zu dem Lohn oder zu dem Einkommen aus anderen Quellen. Und dann müsse jeder Staat natürlich auch seine eigene Mehrwertsteuer senken, damit die Gesamtmehrwertsteuer nicht nochmal um 20% ansteigt,
Denn jetzt gibt es schon Staaten, die 21% Mehrwertsteuer haben. Und wenn dann noch einmal 20% dazu kämen, wäre das einfach zu viel. Das heißt, darüber, das meine ich jetzt nicht. Natürlich müssen da Anpassungen vorgenommen werden beim Transfersystem jedes einzelnen Staates. Darauf werde ich sicherlich auch noch eingehen. Und ich möchte auch über die politische Machbarkeit noch sprechen. Das ist im Grunde meine Argumentation. Ich wiederhole noch einmal, dass ich nach dem Ausschlussprinzip vorgehe. Seit den 90er Jahren sagen uns amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, seid ihr wirklich sicher, dass der Euro euch wirklich etwas bringt? Wirtschaftlich gesehen ist das wirklich ein Wahnsinnsding. Ihr habt nicht die Bedingungen, die man dazu braucht. Und einige europäische Staats- und Regierungschefs sagen dasselbe heute, sagen heute dasselbe. Wir haben heute den Euro, aber der Euro ist unter den schwierigen bzw. unter den falschen Bedingungen eingeführt worden und jetzt sitzen wir da, wo wir sind. Wir sehen natürlich heute, dass die Amerikaner nicht unbedingt den Euro wollten, beziehungsweise das haben wir schon damals gesehen, sie wollten keine Konkurrenz zum Dollar und deshalb haben sie uns gesagt, das dürfen wir nicht machen und wir dachten, dass das nur aus Konkurrenzgründen sei und wir haben uns gedacht, sagt uns doch nicht, was wir zu tun haben. Aber im Grunde hatten sie tatsächlich recht mit dem, was sie uns gesagt haben. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank auch, dass Sie die Zeitbegrenzung eingehalten haben und dass Sie dieses neue Paper geschrieben haben für diesen Workshop. Jetzt möchte ich zur Diskussion kommen. Vielen Dank für unsere drei Panelisten hier. Jeder von Ihnen hat 10 Minuten Zeit, um seinen Kommentar abzugeben zu diesem Paper und seine Meinung darzulegen. Und dann werden wir Fragen aus dem Publikum annehmen. Wir werden jetzt also Klaus Offe bitten, seine Bemerkungen anzubringen. Sie haben das Wort, Herr Offe. Ich empfehle Ihnen wirklich, dass Sie Philipps Paper lesen, sobald das zur Verfügung stehen wird. Das ist ein sehr interessantes Paper. Es folgt einer sehr eleganten Methodologie nach dem Eliminationsprinzip, Ausschlussprinzip. Es konzentriert sich erst darauf, was nicht funktioniert und dann darauf, was funktioniert. Die Hypothese ist, dass der Euro gemäß dem, was die amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler aller Richtungen gesagt haben, der Euro keinen Sinn ergibt und das war von Anfang an so. Wir haben aber jetzt den Euro. Die Hypothese zu Beginn des Euros war, dass die Heterogenität der Eurozone überwunden werden könnte durch verschiedene Instrumente. Eines ist Wettbewerb auf dem freien Markt. Die vier Freiheiten sind ein Teil davon. Der zweite Punkt ist die Annäherung der Arbeitskosten in den europäischen Ländern durch Strukturfonds und andere Mittel. Durch diese Mittel sollten die weniger wettbewerbsfähigen Länder wettbewerbsfähiger werden, damit es gleiche Bedingungen für alle gibt. Ein weiterer Fehler war, dass die Eurozone so konzipiert wurde, dass die Maastricht-Kriterien Sanktionsmaßnahmen hatten, aber diese haben nicht funktioniert, diese Sanktionsmaßnahmen. Ich möchte hier etwas weiter ausholen. Dies war ein Fehler, aber es gab auch Leute, die davon profitiert haben und andere, die unter diesem Fehler gelitten haben. Und es ist ganz klar, wer hier der Vorteilsnehmer ist. Deutschland, Finnland, die Niederlande, Estland, Luxemburg. Diese haben davon profitiert, von diesem Fehler. Und die anderen haben nicht davon profitiert.
Sie haben darunter gelitten. In der jetzigen Diskussion über den Euro könnten wir sagen, dass die Nutznießer der Fehler, die gemeinsam in der Vergangenheit begangen wurden, dafür zahlen sollten, je nach den Vorteilen, die sie daraus gezogen haben. Und das wird wohl passieren. Dies ist absolut erforderlich, dass jemand das den Deutschen sagt, denn bisher hat es ihnen niemand gesagt. Und dementsprechend sollte auch gehandelt werden. Aber das ist heute nicht unser Thema. Die Euro-Krise und Staatsschuldenkrise. Es gibt also die vier Kriterien: Homogenität, Flexibilität, Mobilität. Das ist eines von Philipps Lieblingsproblemen. Die Mobilität ist sehr begrenzt durch die 23 offiziellen Sprachen in der EU. Man kann nicht einfach in ein anderes Land ziehen und die gleiche Bezahlung und den gleichen Arbeitsplatz zu bekommen, wenn man nicht die Sprache in diesem Land spricht. Und das ist also ganz anders als in den USA. Was also bleibt, ist die Solidarität. Wir müssen die Unterschiede in der Eurozone minimieren und die Eurozone tragfähig machen. Aber das ist in der Vergangenheit nicht geschehen. Es ist interessant zu sehen, dass die Diskussion jetzt den Ausgangspunkt hat, dass die USA einen Vorsprung haben, dass sie Vorteile ziehen aus einem System, das Europa nie haben wird, nämlich, dass sie die gleiche Sprache haben. Sie sprechen alle amerikanisches Englisch, Englisch oder Spanisch. Und das ist die erste Komponente dafür. Die USA haben also hier einen Vorsprung. Sie sind ein Modell. In den europäischen Ländern ist soziale Beihilfe eine lokale Angelegenheit. In den USA ist das eine staatliche Angelegenheit. Und das institutionalisiert die Solidarität zwischen Staaten in den USA. Und das gibt es in der EU nicht. Und das wurde auch nicht geschaffen durch die Koordinierung in der EU. Was können die Europäer also tun? Neben der Sprache gibt es auch eine ungleiche Verteilung der Arbeitslosigkeit und der Armut in Ländern. Und es gibt da keine automatische Korrektur, denn wenn die Arbeitslosigkeit im Nordwesten Deutschlands, wo es eine Arbeitslosigkeit von 25% gibt in Aurich, die Menschen dort ziehen nicht nach Stuttgart, wo es wenig Arbeitslosigkeit gibt, denn sie haben dort ihre lokalen Netzwerke, sie haben dort ihre Grundstücke, ihr Eigentum. Und sie ziehen nicht um. Das ist eine einfache wirtschaftswissenschaftliche Annahme, dass die Menschen dorthin ziehen, wo sie den besten Arbeitsplatz finden. Das aber nur als Randbemerkung. Die dominante europäische Philosophie ist, wenn man seine Währung nicht abwerten kann, dann wertet man die Arbeit ab. Und das geschieht in Griechenland. Das ist eine Abwärtsspirale und das hat katastrophale Folgen. Lassen Sie uns also dazu kommen, wie wir diese Situation beheben können. Philipp hat uns gesagt, und ich glaube, das ist eine sehr ermutigende Botschaft, dass wir transnationale Umverteilungen brauchen. Wir brauchen dies, um ein gewisses Einkommen zu haben in den Ländern, die verloren haben, was den Euro angeht.
Es gibt da zwei Quellen. Das ist einmal die Tobin-Steuer, die Finanztransaktionssteuer, und das sind drei: die CO2-Steuer, die Finanztransaktionssteuer und die Mehrwertsteuer. Ich frage mich, warum keine Megabyte-Steuer? Darüber wird nicht genug gesprochen. Das ist eine vernachlässigte Quelle der Umverteilung. Wenn Megabytes geschäftlich genutzt werden, dann werden Arbeitsplätze verloren und die Nutzer dieser Megabytes sollten dafür bezahlen. Ich habe hier nicht die Berechnungen, aber ich denke, das ist eine Möglichkeit, die berücksichtigt werden sollte. Mein Hauptproblem ist, dass die EU keine Steuerbehörde hat. Wie können wir der EU eine Steuerbehörde geben in dem politischen Kontext, in dem wir uns gerade befinden? Und besonders, wenn es hier um eine progressive Besteuerung je nach Land geht. Die Reicheren zahlen einen höheren Steuersatz als die Armen. Das würde Umverteilung bedeuten, sowohl zwischen den Ländern als auch zwischen den Menschen. Ich möchte hinzufügen, dass wir die Möglichkeit untersuchen sollten, eine progressive Mehrwertsteuer einzuführen. Das ist eine neue Idee. Das ist nicht meine Idee, aber ich bin sehr interessiert daran. Es ist die folgende Idee. Jeder Mensch, der ein Einkommen erhält, muss sich melden bei der Einkommensbehörde des Landes. Erstens, wie viel er oder sie letztes Jahr verdient hat und zweitens, wie viel dieses Einkommens für Investitionen oder Einsparungen ausgegeben wird oder Ersparnisse ausgegeben wird. Und der Unterschied zwischen den beiden ist dann der Konsum. Ersparnis und Konsum ist es ja. Das Einkommen ist nämlich Ersparnisse und Konsum. So, je höher also der Konsum ist, desto höher ist auch der Prozentsatz der Mehrwertsteuer, den man bezahlt auf diesen Konsum. Das gleicht das regressive Wesen der Mehrwertsteuer aus. Und ich denke, auch dieser Gedanke könnte berücksichtigt werden. Der Hauptpunkt, was die Institution angeht, ist aber, dass die EU keine direkte Steuerbehörde hat. Um so eine Behörde einzuführen, müsste man die Verträge verändern. Und es gäbe sehr viele politische Widerstände in den Mitgliedstaaten dagegen. Wenn man den Gedanken einer progressiven Steuer nicht unter Ländern, sondern unter Menschen untersucht, einer progressiven Mehrwertsteuer, dann hätte man genügend Ressourcen, um ein gewisses Einkommensniveau zu schaffen für alle europäischen Bürger. Vielen Dank. Wir hören jetzt, was Johanna Perkiö zu sagen hat. Sie kommt aus Finnland. Sie ist aus einem der Gewinnerländer von den Fehlern. Es gibt sehr viele Euroskeptiker in Finnland. Also bitteschön. Zunächst einmal möchte ich Philipp van Parijs für seinen inspirierenden Vortrag danken und auch für die Einladung möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken. Es ist wirklich eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Ich glaube, dass der Vorschlag der Mehrwertsteuerfinanzierung sehr interessant ist. Das hört sich sehr machbar an und auch sehr vernünftig an, gerade auch aus wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Wir bräuchten mehr öffentliche Debatten
um die mit den egoistischen Haltungen zu brechen, die man heute überall findet. Und wir bräuchten mehr Solidarität außerhalb unserer nationalen Grenzen. Vor dem Hintergrund globaler wirtschaftlicher Probleme und der Euro-Krise suchen wir neue fortschrittliche Möglichkeiten. Und das Grundeinkommen ist eines der vielversprechendsten Vorschläge, die vorgebracht wurden. Dies wäre ein Fortschritt für eine nachhaltig gestaltete Gesellschaft, die sich solidarisch zeigt. Und es gibt sehr starke wirtschaftliche Argumente für das Grundeinkommen, die wir noch hören werden. Es zeigt sich, dass die Euro-Dividende nicht nur gerecht wäre, sondern auch wirtschaftlich vernünftig wäre. Was aber sehr wichtig ist, zumindest langfristig, ist eine wirtschaftliche Basis für das Grundeinkommen zu schaffen. Und dies ist nicht der Fall bei diesem Dokument, das Sie vorgelegt haben. Wahrscheinlich aus diplomatischen Gründen, kann ich mir denken. Wir bräuchten bessere wirtschaftliche Berechnungen, um herauszufinden, wie politisch machbar dieses Grundeinkommen wäre. Wir bräuchten auch ein gutes Fundament für das Einkommen. Wir können hier einen der besten Ansätze finden, beispielsweise durch eine Finanzierung, die über die Zentralbank gesteuert würde. Die Euro-Dividende wäre eine Nothilfe für die Bürger der europäischen Staaten, die entweder fast gar keinen Sozialstaat haben oder wo die Sozialleistungen so stark gekürzt wurden, dass sie fast nicht mehr existent sind, so wie es beispielsweise in Griechenland oder Spanien der Fall ist. Außerdem würden dadurch auch gerechtere Umstände geschaffen werden für diejenigen, die einerseits in Sozialstaaten leben und für die anderen, bei denen die Sozialleistungen eben kaum existent sind. Dies wäre eine Lösung für die Probleme der Eurozone. Wir brauchen tiefgreifende Reformen im Finanzsektor, in der EZB und auch bei der Einkommensbesteuerung in europäischen Staaten und müssen gegen Steuerflucht ankämpfen. Die Euro-Dividende würde dafür sorgen, dass die Staaten ihre Mehrwertsteuersysteme anpassen müssten. Aber auch die Sozialsysteme müssten angepasst werden. Das wäre vielleicht weniger ein Problem bei den Staaten, wo der Sozialstaat durch Versicherungen finanziert wird, aber da, wo das durch Steuern finanziert wird, gäbe es ein größeres Problem. Wir bräuchten dazu also detaillierte Berechnungen über bestimmte Bevölkerungsgruppen, beispielsweise Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen für Kleinunternehmer, für Arbeitslose und so weiter. Und darum geht es überhaupt nicht in Ihrem Dokument, deshalb möchte ich das noch ergänzen. Es ist schwierig, diese Rechte durchzusetzen über die Grenzen eines Nationalstaates hinaus, wenn wir gerade über Solidarität sprechen. Die Solidarität wäre also ein sehr wichtiger Schritt in der Ausweitung der Rechte. Und ich glaube, dass das ein ganz besonders wichtiger Punkt ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt wird Klaus Sambor aus Österreich sprechen. Sie haben dann auch 2 Minuten und dann wird Philipp auf Ihre Bemerkung antworten.
Sie haben das Wort. Ja, also ich möchte ein bisschen ausholen und dann konkret auf den Punkt 3 eingehen, der hier auf dem Film, also auf dem Video zu sehen ist. Wir haben 2008, da sage ich hier in dem Fall Sepp Kustascher, ein ehemaliger EU-Parlamentarier, und ich habe zusammen einen Vorschlag ausgearbeitet, wie man die Sozialpolitik in Europa verbessern könnte. Und da war eben eine Vorstellung, dass man sagt, wir teilen die Kompetenzen zwischen den Nationalstaaten, die derzeit das Hauptgewicht für die Sozialpolitik haben, und der EU-Kommission, also der EU-Ebene. Und geben der EU-Ebene sozusagen das Recht, eine Direktive herauszugeben, dass das bedingungslose Grundeinkommen in Europa als Kriterien, wie sie formuliert sind, bei allen Member States sozusagen als Grundlage Zielvorstellungen sein sollen. Und jedes Member State die Aufgabe hat, ihr national gewachsenes, historisch gewachsenes Sozialsystem entsprechend diesen Regeln im Laufe der Zeit anzupassen. Und da war natürlich genau der eine Punkt, dass wir ganz ungleiche Verhältnisse in den europäischen Staaten haben. Und unser Vorschlag war in dem Fall, dass wir sagen, ohne es zu konkretisieren in Ziffern und Berechnungen, dass wir sagen, wir können dieses Korridormodell, das hatten wir von Klaus Busch gesehen, einrichten für die Sozialpolitik. Und zwar, das ist so etwas Ähnliches wie die Maastricht-Kriterien für die Finanzwelt, wo ein bestimmter Level mit Abweichungen möglich war, wäre da gewesen eine bestimmte Vorgabe für die Ausgaben der Sozialpolitik in jedem Member State, abhängig von ihrem Bruttoinlandsprodukt. Und da könnte man 5 Zonen zum Beispiel bei den damals 25 Mitgliedstaaten ermieren, wo man also ungefähr gleich starke hineinstellt. Und von den Reichen zu den Ärmeren wird eine Solidaritätssteuer eingehoben, die entsprechend im Laufe der Zeit die Angleichung innerhalb der Länder erreichen sollte. Und von dieser Maßnahme ausgehend hätten wir gemeint, kann dann die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens jedem Nationalstaat überlassen bleiben, in welcher Methode er finanziert. Und wir hatten also keine diese ähnliche Vorgangsweise gewählt, sondern eben nur eine staatliche Angleichung der Grundlagen, und dann macht das jeder Nationalstaat für sich. Und diese Methode wäre ein Weg. Umgekehrt gefällt mir natürlich diese Idee sehr gut, die jetzt Philipp präsentiert hat, dass man sagt, eigentlich sollte Europa seinen Sozialstaatgedanken einfach sozusagen zum Ausdruck bringen, indem man sagt, also jedem Bürger wird eben ein bestimmter Anteil eines sogenannten Unconditional Basic Income gezahlt, aber eben nicht in dem Fall in der vollen Höhe, sondern eben in einem Art Sockelbetrag. Und dann bleibt dann wieder jedem Nationalstaat die zusätzliche Finanzierung und das Kriterium high enough sozusagen zu erreichen, zu finanzieren. Also es wäre sozusagen in meinen Augen ein guter Impuls, dass man sagt, man nimmt die soziale Union ernst, dass man also nicht nur die Banken rettet mit Milliardenbeträgen, sondern dass man auch hier in dem Fall konkret für die Bürger, jeden einzelnen Bürger, sofort etwas tut und das bezahlt. Und da erscheint mir nur, und das ist meine Hauptkritik an dieser Vorstellung, dass 200 Euro ein zu kleiner Sockel sind. Und die Finanzierung des Sockelbetrages ist in diesen Berechnungen eine mögliche Vorausrechnung, aber genau der Punkt, dass man die ersten beiden, also Personal Income Tax und Social Security Contributions, hier in dem Vorschlag sagt, das ist so kompliziert und national unterschiedlich, daher kann man das jetzt gar nicht europaweit angehen. Da haben wir also in Österreich zum Beispiel jetzt gerade eine Idee, wir wollen eine integrierte Steuer einführen, die sich zusammensetzt aus dem Personal Income Tax und Social Security Conditions, die Contributions, die sozusagen in einen Topf gegeben werden, und von dort wird dann eine
progressive Steuerpolitik, die selbstverständlich eine Umverteilung von oben nach unten mit enthält, herangezogen, um genügend Geld zu bekommen für die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und so etwas Ähnliches könnte man auch europaweit machen. Warum ist die Steuerpolitik in Europa so unterschiedlich? Eigentlich sollte es eine Voraussetzung sein für einen gemeinsamen Markt, dass die Steuerpolitik angeglichen wird. Und das ist auch schon eine lange Forderung, dass so etwas geschieht. Und insofern hätte ich da viel Sympathie dafür, das zu tun. Und dann kann der Betrag 200 deutlich erhöht werden. Gleich von Anfang an. Und die anderen Sachen bin ich voll dafür, dass man eine Transaktionssteuer einführt. Das ist ja eine der Attac-Positionen schon seit 10 Jahren, ja? Dass man die endlich Wirklichkeit macht. Nur, auch hier bin ich nicht einverstanden mit dem geringen Betrag. Wer sagt, dass das nur 0,01 oder 0,1% sein soll? Warum nicht 2%? Man kann dort jeden beliebigen Betrag herausreklamieren. Die Spekulation gehört komplett unterbunden. Also warum nicht stark? Eindämmen. Und dann kann man sofort mehr. Und das andere, Carbon Tax, ist natürlich eine ökologisch angesetzte Idee. Voll dafür, weil das müssten wir ja was tun. Und das ist super, wenn man das jetzt hier einsetzt. Bei der Value-Added Tax ist es auch so, dass wir diese Massensteuer sozusagen zunächst einmal politisch immer möglichst keine Massensteuererhöhung, weil dann sind die Armen besonders betroffen und so. Das muss ja nicht sein. Unsere Vorstellung ist, dass diese Massensteuer für Dinge des täglichen Gebrauchs, wir haben in Österreich 10% und 20%, von 10% auf 5% reduziert wird und für alles andere 50% erhöht wird. Und sofort haben wir mehr als heute in dieser Value-Added-Tax. Das heißt, das kann ja jeder machen, das können wir auch europaweit machen. Warum könnte man diesen Weg nicht eingehen? Danke. Also in Österreich heißt das Umsatzsteuer und ich nehme an, das ist gemeint. Ja? Und in Österreich haben wir 2 Steuersätze, 10% oder 20%. Und wir wollen jetzt 2 neue einführen. Die eine reduzieren 5% für die Dinge, dann haben sogar die Leute, die wenig haben, sogar einen Vorteil durch die Änderung dieser Umsatzsteuer und alles andere wird einfach teurer. Und das ist auch ein ökologischer Ansatz. Wir brauchen Luxusgüter nicht. Wir sollen einen Simplify Your Life und so weiter und so weiter. Neuer Lebensstil und so. 5 Minuten zum Antworten. Das bedeutet also 20 Sekunden pro Frage. Ich werde also nur ausgewählte Fragen beantworten. Ich werde am Ende beginnen. Yes, well, I have no principled objection against you. Ich habe eigentlich nichts dagegen, andere Steuern zu verwenden, vor allem nicht die persönliche Einkommensteuer. Wenn wir das tun könnten, dann hätte das viele Vorteile gegenüber der Mehrwertsteuer. Aber Sie werden alle wissen aus den nationalen Debatten über diese Dinge, dass Veränderungen im Zinssatz bei Häusern im Steuersystem, wie das zu Jahren von schwierigen Debatten führen kann, wenn es nur solche kleinen Veränderungen gibt. Und wenn wir eine integrierte Steuer wollten, wie Sie es vorgeschlagen haben, auf europäischer Ebene, ich bin dafür. Aber das dauert sehr lange, das einzuführen, vielleicht ein Jahrhundert. Die anderen Dinge, die Sie sagen, die Finanztransaktionssteuer, warum nur so ein kleiner Prozentsatz? Das ist nur so, weil wenn man nur doppelt so viel machen würde wie 0,1%, dann würde die Bemessungsgrundlage einfach verschwinden. Spekulationen gibt es nur, weil sie nicht besteuert werden. Wir sind also sehr bald in einem Bereich, in dem wir dann keine Steuern mehr erheben können. Wenn nichts übrig ist, dann kann man auch nichts besteuern. Es ist also sehr wichtig, auch die Realität anzusehen und nicht einfach über Steuerrenditen zu träumen, die es nie geben wird.
Es sind hier einige Annahmen, aber wir können hier nicht einfach träumen. Die Tobin-Steuer, die Finanztransaktionssteuer, ich habe mit Tobin diskutiert vor 10 Jahren. Und er hat gesagt, dass die Steuer nie etwas finanzieren kann. Sie wird einfach nur das System stabilisieren. Dafür ist sie gemacht. Aber es wird daraus nie sehr viele Einnahmen geben. Selbst diese 10 Euro pro Person ist sehr optimistisch, meiner Meinung nach. Das ist eine Beurteilung der Europäischen Kommission. Was die fundamentaleren Unterschiede angeht in meinem Ansatz, ich begrüße natürlich auch alle anderen Dinge, zum Beispiel, dass wir ein vernünftiges Mindesteinkommen haben sollten, dass wir das beurteilen müssen, dass wir einige Richtlinien brauchen, die das in den Ländern durchsetzen, und zwar stärker als bisher. Aber solange das auf nationaler Ebene finanziert wird, dann wird das nicht das Problem beheben, das ich hier anspreche. Und es geht nämlich darum, die Eurozone zu stabilisieren und sie nachhaltig zu machen. Solange man den Sozialstaat auf nationaler Ebene finanziert, dann wird das nicht funktionieren. Es mag vielleicht Verbesserungen geben. Es gibt da gute Anstrengungen. Ich glaube natürlich, dass wir, die wir das Mindesteinkommen unterstützen, kämpfen sollten für ein höheres Grundeinkommen, aber wir müssen realistisch sein. Was Johanna gesagt hat, ich möchte nur 2 Dinge anmerken. Ich bin für theoretische Veränderungen, Alternativen zum jetzigen Wirtschaftsdenken, aber wir müssen konkret sein. Wir können nicht sagen, dass wir eine keynesianische Alternative brauchen. Die keynesianische Alternative ist, dass es nicht so schlecht ist, Defizite zu haben und Inflation zu haben. Man kann eine quasi keynesianische Sichtweise haben. Man könnte dann eine andere Finanzierung haben, und das ist die Schaffung von Geld. Das ist natürlich nicht völlig sinnlos. Das sind keine Luftschlösser, aber das machbarste Niveau, das man so finanzieren kann, ist vielleicht 1% des BIPs. Und das ist ein sehr viel niedrigeres Niveau als die 200 Euro, die wir hier haben möchten. Das kann nur ein kleiner Beitrag sein, genau wie die Tobin-Steuer. Ich bin also dafür, alternativ zu denken, aber sie müssen konkret sein und wir müssen sehen, was die bewirken. Wir brauchen Politik, die Sinn ergibt, die das Leben besser macht für zukünftige Generationen. Was die Mehrwertsteuer angeht, ja, die Mehrwertsteuer ist regressiv. Die Mehrwertsteuer kann ganz einfach progressiv gemacht werden. Das war Klaus' Frage. Auf nationaler Ebene kann man das machen. Mehrwertsteuer ist auf individueller Ebene regressiv, aber die europäische Ebene der Mehrwertsteuer, der europäische Beitrag, kann dann höher sein in reicheren Ländern als in ärmeren Ländern. Klaus, ich stimme Ihnen voll zu, was die Migration angeht. Es ist bemerkenswert, dass in den USA es sehr viel Migration zwischen den Bundesstaaten gibt als in Europa, 7-mal mehr. Aber die Migration umziehen ist 3-mal höher in den USA als in Europa, egal wohin man dort zieht in den USA. Und ein Aspekt ist das, was Sie gesagt haben, diese lokalen Netzwerke, die wir hier haben. Das könnte auch in den USA eine Rolle spielen, aber es scheint eine größere Rolle in Europa zu spielen. Ihre 2 Vorschläge, die Megabyte-Steuer, ja, warum nicht? Es wäre sinnvoll, nachzudenken über eine elektronische Transfersteuer. Jedes Mal, wenn man eine elektronische Bezahlung leistet, könnte man das tun. Aber ich glaube auch, dass höchste Niveau wird nicht mehr, viel mehr Beitrag leisten als die Tobin-Steuer, aber das ist sicher sinnvoll.
Und die progressive Konsumsteuer, ich bin skeptisch dieser Steuer gegenüber, denn das ist keine Mehrwertsteuer. Es erfordert, dass man das Einkommen bewertet. Das bedeutet also, es hat die gleichen Schwierigkeiten wie die persönliche Einkommenssteuer. Man muss das beurteilen. Wenn das machbar ist, dann ist auch die persönliche Einkommenssteuer machbar. Schließlich, was die politische Durchsetzbarkeit angeht, Sie sagen, dass wir eine Vertragsänderung brauchen. Ja, das stimmt. Wir werden dann die Verträge ändern müssen. Aber das ist eine tiefgreifende Veränderung in der Organisation Europas. Nationale Besteuerung, da gab es auch sehr viele Konflikte, zum Beispiel nach dem Mittelalter. Und langsam wurden dann die Menschen überzeugt, dass es wichtig war, ein Steuersystem zu haben. Das habe ich auch am Ende meines Papers geschrieben. Die große Herausforderung ist also, dass die nationalen Sozialstaaten nicht einfach vom Himmel gefallen sind. Sie waren die Ergebnisse von Konflikten, von Anstrengungen. Und das ist nicht möglich, wenn man keine Koordinierung hat. Wir müssen das über die Grenzen hinweg koordinieren. Und wir haben eine zu schwache europäische Zivilgesellschaft. Die EU hat so etwas nicht, wie wir das auf nationaler Ebene kennen. Man muss also die Verträge ändern und viele andere Dinge. Man muss das politisch durchsetzbar machen und wir haben noch viel vor uns. Aber wenn wir nicht darüber nachdenken, dann wird es nie politisch durchsetzbar sein. Ich heiße Janu Tanasson und ich komme aus Finnland. Ich möchte Philipp danken für diesen interessanten und überzeugenden Beitrag. Ich denke, das wird wirklich in Europa diskutiert werden. Ich komme aus Finnland. Unsere Nachbarn, Estland jetzt, aber Schweden ist kein Mitglied des Euros und die schwedischen Kronen sind geschwankt. Man kann nicht sagen, dass Finnland einen Nachteil hatte vom Euro, aber Schweden konnte eher eine keynesianische Politik haben als wir. Denn manchmal ist der Kurs sehr gefallen, der Kronen. Und jetzt fällt der Kurs des Euro. Aber ich glaube, wir brauchen diese Solidarität in der ganzen EU, nicht nur im Euroraum. Wenn dies nur im Bereich der Eurozone umgesetzt würde, dann würden reiche Länder wie Schweden und Dänemark sagen würden, nein, wir werden nie dem Euroraum beitreten. Aber es gäbe einen Anreiz für die armen Länder zu sagen, wir möchten dem Euro beitreten. Im Fall Finnlands würde ich also eine EU-Lösung fördern. Man könnte die gleichen Argumente nutzen in weiten Teilen. Denn wenn man einen Binnenmarkt für alles hat, dann ist es auch eine gute Idee, eine Euro-Dividende zu haben. Vielen Dank. Sie können Ihre Frage stellen. Es ist eine andere Frage. Für mich war es schön zu sehen, dass Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Paper die gleichen sind wie meine Schlussfolgerungen in meinem Paper. Mein Paper hat aber einen ganz anderen Ausgangspunkt. Es geht da nicht um die Währung, die das Problem ist. Ich denke, die Währung, und ich stimme da Götz Werner zu, ist nur ein Nebeneffekt
Die Währung ist nicht das wirkliche Problem unserer Wirtschaftskrise. Das wirkliche Problem unserer Wirtschaftskrise ist meiner Analyse nach die großen Unterschiede der Arbeitskosten, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Und bitte denken Sie über ein Grundeinkommen nach, das dem Sozialstaatsniveau der lokalen Bevölkerung entspricht, zum Beispiel in den Niederlanden. Wir nehmen mal drei Regionen, Deutschland, da 20 oder 30 Regionen. Was die regionale Wirtschaft angeht, könnte man ein Grundeinkommen haben, und dann kommt man zu der Schlussfolgerung, dass das Grundeinkommen dann genauso funktioniert, wie die Währungen funktioniert haben vor dem Euro. Man kann das Grundeinkommen abwerten und aufwerten. Und wenn man das Grundeinkommen ab- und aufwertet, dann kann man die gleiche Bewegung haben, wie wir in den Währungen haben, in den Wechselkursen vor dem Euro. Mein Paper ist ungefähr 7000 Worte lang. Ich kann also das Ganze jetzt nicht hier zusammenfassen. Aber mein Hauptpunkt ist, dass das Grundeinkommen auf regionaler Ebene eingeführt werden, denn das wäre flexibler als die Währung vor der Einführung des Euros. Sean Healy, Social Justice Ireland. Vielen Dank, Philipp. Ich glaube, ich finde, dass dein Vortrag wunderbar war. Vielen Dank. Der Vortrag war sehr elegant, sehr einfach gehalten, und das ist auch der Fall für Ihr Paper. Ich glaube, dass das ganz besonders wichtig ist, wenn man etwas versucht, über die ganze Eurozone auszubreiten, und das ist wirklich der Fall. Ich finde es wirklich sehr passend, genau zu diesem Zeitpunkt. Wir sprechen die ganze Zeit über Sparpläne und so weiter. Und vor allem glaube ich, dass das machbar ist. Ich habe aber einen Punkt, der mich sehr besorgt, und wir haben schon darüber gesprochen, nämlich dass die Mehrwertsteuer eine regressive Steuer ist, und in Irland beispielsweise sind die ärmsten 10% der Bevölkerung in einer Situation, in der sie mehr als 20% ihres Einkommens für Mehrwertsteuer ausgeben. Und zwar nicht für Produkte, auf die man Mehrwertsteuer zahlt, sondern tatsächlich geben sie ihr Geld, 20% ihres Geldes, für die Mehrwertsteuer aus. Ich glaube, dass das eine harte Realität ist. Wenn das hier umgesetzt würde, derzeit zahlen wir in Irland 23%, dann kann ich mir vorstellen, wie das dann aussehen würde, wenn wir eine solche Euro-Dividende hätten. Ich glaube, es gibt zwei Einflüsse, die diese Idee für mich sehr attraktiv machen. Zunächst einmal, dadurch würde ein Grundeinkommen in der ganzen Eurozone gewährleistet, und so würde auch einige Teile des Widerstandes gebrochen werden. Den Widerstand von Menschen, die einfach dagegen sind, weil man ihnen gesagt hat, dass das nicht funktioniert, die sich noch nicht darüber informiert haben. Und ich glaube, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Idee wäre. Wir haben schon darüber gesprochen. Hier wäre dann ein Niveau, das noch nicht so hoch ist. Aber es gibt noch einen zweiten Einfluss. Das würde uns helfen, die wir daran gearbeitet haben, Grundeinkommenssysteme innerhalb von Ländern umzusetzen. In der vorherigen Sitzung beispielsweise waren wir drei anwesend, und wir haben ein Dokument über Irland vorgestellt, wonach Menschen 188 Euro pro Woche bekommen könnten.
Das hängt dann natürlich noch von den Kindern ab und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und unser Dokument haben wir auch auf die Webseite gestellt, auf die Webseite dieser Konferenz. Das, was ich jetzt sagen möchte, ist, dass das hier das ergänzen würde. Das würde bedeuten 200 Euro pro Monat und die anderen Einkommensquellen wären dann eben aus anderen Bereichen. Das hätte keinen negativen Einfluss, sondern einen großartigen positiven Einfluss, wodurch der Druck und der Widerstand gegen das Grundeinkommen geschmälert würden. Und ich glaube, dass das wirklich sehr positiv wäre und dass auch die verschiedenen Situationen in den verschiedenen Euro-Ländern tatsächlich lösen würde. Ich wollte noch sagen, Klaus, Ihr Vorschlag fasziniert mich auch. Wenn Sie irgendetwas Schriftliches darüber haben, dann bitte geben Sie es mir. Es würde mich wahnsinnig interessieren. Ich denke, dass wir jetzt nicht die Zeit haben, darüber zu sprechen, aber es würde mich wirklich interessieren. Vielen Dank. Ich komme von der Universität von Paderborn in Deutschland. Vielen Dank für die Vorträge. Eine ganz kurze Frage. Die Illusion ist, dass die Welt ein großes Dorf wird. Und wir sollten ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Deshalb habe ich mich gefragt, wenn das Podium eine Meinung vertritt, das über den Tellerrand hinausblickt, das heißt, dass man über Europa hinausgeht, glauben Sie denn, dass eine transatlantische Währung eine Möglichkeit wäre, um mehr Stabilität zu haben? Ich möchte auf einen Einwand von Philipp eingehen, die Vorstellung der regressiven Mehrwertsteuer. Da müssen wir doch einmal darüber nachdenken, was ist Einkommen überhaupt und welche Steuererleichterungen gibt es, die dann angewendet werden könnten. Auf dieser Ebene müssen wir arbeiten. Dies ist notwendig, um dann auch tatsächlich einen Unterschied machen zu können zwischen Einkommen und Investition. Denn das ist ja dann der Konsum und danach wird dann erst besteuert. Das Problem ist dabei natürlich, dass Steuerbehörden und auch die nationalen Regierungen sich in eine Negativspirale verheddern könnten. Das bedeutet, wir könnten hier in Deutschland zum Beispiel die Steuern senken. Dann hätten wir einen Null-Netto-Effekt. Ein Teil der Sozialversicherung oder der Sozialtransferleistungen könnte dann statt durch den Nationalstaat durch Europa bezahlt werden. Und eine Frage, die auch jetzt hier aufgetreten ist, ist nach der Möglichkeit der Besteuerung innerhalb Europas. Es gibt doch einige Unterschiede je nach Bruttoinlandsprodukt in den verschiedenen Staaten. Man sollte vielleicht einen Sockel einführen für die Besteuerung, auch für die Gewerbesteuer. Die Grenzsteuer für Unternehmen liegt bei 58% in Dänemark und bei 10% in Bulgarien. Das ist ein großer Unterschied. Das sind Bedingungen, die so nicht haltbar sind. Wir sollten doch ein Minimum für die Einkommensbesteuerung einführen innerhalb der Eurozone. Das ist eigentlich wirklich erforderlich und sollte eigentlich auch politisch machbar sein. Ich beginne am Ende der Fragerunde, denn ich möchte da auch auf die Bemerkungen von Klaus ganz am Anfang eingehen. Selbst wenn wir in Europa keine gemeinsame Währung hätten, zumindest in einigen Staaten, aber das ist ja nun mal so. Wir haben einen Binnenmarkt und die verschiedenen Freiheiten, die Kapital, die Personenfreiheiten und so weiter. Nachdem das nun so ist, wird auch ein
gewisser Druck auf unsere Systeme ausgeübt. Denn so versucht man eben Menschen anzuziehen, die zur Wirtschaft beitragen könnten, und andere Menschen, die nicht beitragen können, ziehen dann eben weg. Wir hatten das schon mit dem reichsten Mann in Frankreich, der jetzt die belgische Staatsbürgerschaft bekommen wollte, um der französischen Besteuerung entgehen zu können. Also solche Schemata entstehen dann. Das heißt, es gibt hier diesen Druck auf die Systeme, und deshalb müssen wir etwas dagegen tun. Und zwar gibt es zwei Dinge, die man dagegen tun könnte. Zunächst einmal, wenn man eine Harmonisierung hätte, so wie Klaus schon vorgeschlagen hat, oder einen Mindestsockel für die Besteuerung, oder auch was eben Klaus sagte, dass ein Effizienzziel angestrebt wird, das alles wären Möglichkeiten, und hierbei werden dann Indikatoren berücksichtigt, die eher auf das Sozialsystem abgestimmt sind und weniger auf das Bruttoinlandsprodukt. Der zweite Punkt ist, dass die Umverteilung stärker stattfinden muss. Denn je stärker umverteilt wird, desto weniger angreifbar ist man ja auch. Aber das Problem besteht eben nun mal. Aber hier, und das ist eine ganz besondere Herausforderung, die jetzt gerade sehr akut geworden ist in den letzten Jahren, nämlich eine Herausforderung für die Eurozone durch die Gemeinschaftswährung. Denn nachdem nichts getan wurde im Bereich der Mobilität, der Flexibilität, der Homogenität, deshalb liegt jetzt alles an der Solidarität. Und deshalb versuchen im Moment alle Staaten, mit der Euro-Krise zurechtzukommen, daraus herauszukommen. Die Sozialstaaten gehen zugrunde. Aber in Deutschland war es dasselbe mit Schröder und Hartz IV beispielsweise. Das übt sehr starken Druck auf die Wettbewerbsfähigkeit aus durch die Gemeinschaftswährung. Und wenn man sich also nicht auf diese Transferleistungen verlassen kann, dann muss man sich auf Flexibilität oder Mobilität konzentrieren können. Und das ist sehr schwierig, das haben wir gesehen. Das heißt, hier handelt es sich um eine Herausforderung durch den Binnenmarkt und dazu eben noch eine Herausforderung speziell für die Eurozone. Für die erste Herausforderung haben wir zwei Strategien. Für die zweite Herausforderung brauchen wir eine stärkere Umverteilung. Das ist wirklich notwendig über die Grenzen hinaus, sonst schafft man es nicht. Dann muss ich sagen, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ein Grundeinkommen gesenkt wird oder reduziert wird, wenn die Wirtschaft nicht so gut funktioniert, denn das ist ja eigentlich nicht der Sinn. Der Sinn ist doch gerade, dass den Menschen unterstützt werden, wenn es der Wirtschaft des Landes schlecht geht. Das heißt, ich werde Ihren Vortrag ganz sicher lesen, um zu verstehen, was Sie da genau darlegen wollen. Aber ganz ehrlich, auf den ersten Blick würde ich sagen, dass eine solche Veränderung meines Vorschlags meinen Vorschlag eher schwächen als stärken würde. Aber ich muss sagen, ich werde ganz bestimmt die 9000 Worte Ihres Papers lesen, um mich darauf tatsächlich einzulassen. Dann die weiteren Fragen. Und auch hier spreche ich etwas an, was ich schon gesagt habe. Der Einfluss dieses Vorschlags beispielsweise auf die Umverteilung innerhalb eines Landes ist vielleicht keine regressivere Form der Umverteilung. Selbstverständlich muss man das ganze System wieder anpassen, und die Mehrwertsteuer an sich steigt deshalb nicht. Das Grundeinkommen soll durch die Euro-Dividende ausgezahlt werden. Das Nettoeinkommen der Menschen bleibt gleich. Sie bekommen eben ein Grundeinkommen, und deshalb wird dann das System eben angepasst, je nachdem, wie die Mehrwertsteuer in einem Land aussieht und was es noch für andere Komponenten gibt. Aber man
darf nicht davon ausgehen, dass die Einkommensumverteilung dann regressiver würde. Ja, Sie haben zwei positive Einflüsse angesprochen, richtig. Aber das Grundeinkommen ist schon schwierig genug, innerhalb eines Landes einzuführen. Wenn man keine spezifischen Argumente hat, dann ist es noch schwieriger, dieses Grundeinkommen auf höherer Ebene einzuführen. Denn man muss sagen, dass Westdeutsche nicht so generös sich den, oder beziehungsweise sich generöser den Ostdeutschen gegenüber gezeigt haben, als die Finnen oder die Deutschen sich generös gezeigt haben, um den Griechen zu helfen. Also hier muss man wirklich sehen, wie das politisch auch umsetzbar ist. Aber was Sie sagten, stimmt absolut. Der Vorteil dieses Vorschlags ist, dass es einfach einen Sockel darstellt. Und man kann immer noch höher gehen. Und Mike aus Paderborn, ich möchte noch auf Sie zu sprechen kommen, auf Ihre Frage eingehen. Ja, sicher. Eine transatlantische Währung oder eine weltweite Lehre wurde schon von John Stuart Mills Prinzipien angesprochen, nach denen der Stolz, mit dem jedes Land seine eigene Währung durchsetzen will und sie stärken will und sich als zivilisiertes Land darstellen möchte. Irgendwann wird es vielleicht sinnvoll sein, eine Gemeinschaftswährung in der ganzen Welt zu haben. Aber wir können keine Gemeinschaftswährung haben, ohne diese Bedingungen vorauszusetzen. Diese Bedingungen, daran möchte ich noch einmal erinnern, möchte ich gerne in der Europäischen Union umgesetzt sehen. Das ist die Bedingung dafür, dass wir das zum Laufen bringen. Wir haben aber den Euro eingeführt, bevor wir diese Bedingungen erfüllt haben. Und deshalb müssen wir jetzt diesen Mechanismus, der die Probleme abfedert, einführen. Das ist eigentlich die Grundlage, durch die wir von den Vorteilen der Gemeinschaftswährung überhaupt erst profitieren können. 1957 wurde ein solcher Vorschlag schon eingebracht als Pioniersleistung und schon damals wurde gesagt, dass eine europäische Regierung gebildet werden sollte, um eine Gemeinschaftswährung einzuführen. Und nachdem das so nicht möglich war, wurde der Vertrag von Rom, die Rom-Verträge abgeschlossen 1957. Und so haben wir uns nun weiterentwickelt und warten darauf, dass die Bedingungen tatsächlich erfüllt sind, um eine gemeinsame Währung zu haben. Solange arbeiten wir weiter am Binnenmarkt, bis die Bedingungen erfüllt sind, damit wir eine Gemeinschaftswährung haben. Dann können weitere Staaten hinzukommen. Und meiner Meinung nach ist das ganz wichtig für uns Europäer. Aber wenn wir eine einigermaßen gerechte Welt haben wollen, dann ist das wirklich das, was wir brauchen. Gut, wir schließen nun den Workshop. Ich danke allen Rednern, allen Podiumsteilnehmern, vielen herzlichen Dank und vielen Dank auch Ihnen allen. Herzlichen Dank.